Einheiten Stufe 4 Mobilisierung. Einsatzort Fisk Tower. Fisk? Habt ihr ihn schon geschnappt? Nein, wir sind am Fisk Tower. Warten aber noch auf den Haftbefehl. Was dagegen, wenn ich mitmische? Du weißt, wie seine Anwälte sind. Es muss alles nach Vorschrift laufen. Komm schon, Juri, ich habe 8 Jahre darauf gewartet. Du möchtest wirklich helfen? Dann auch zum Times Square. Wie es aussieht, halten seine Männer meinen Nachschub auf. Alles klar, bin schon fast da. Hallo? Parker, wo sind Sie? Wir müssen mindestens einen Probelauf machen, bevor die Fachkommission eintrifft. Oh, ja, tut mir leid. Ja, ich war gerade beschäftigt. Persönliches Problem. Ich komme sofort. Versprochen. Ich sollte das schnell erledigen und dann zu meiner echten Arbeit. Scheint die Kavallerie angefordert zu haben. Wir brauchen mehr Leute! 1032, Times Square, Officer unter Beschuss! Zeit für den Rambock! Lust auf eine Portion Schmerzen zum Frühstück? Vorsicht, ich habe heute Lust, mich zu prügeln. Hinter ihn! Der nächste bitte. Hört ihr doch ab!
Fisk hat eine Menge Typen auf seiner Gehaltsliste. Spider-Man, wie sieht's aus? Fast fertig hier. Und bei dir? Wir gehen jetzt rein. Bin gleich da. Ich freue mich schon auf Willys Gesicht, wenn du ihm die Handschellen anlegst. Okay, Yuri, erledigt. Was ist? Yuri? Yuri! Ich wusste, dass Fisk nicht einfach abdanken würde. Verstärkung und regelt den Luftraum ab. Yuri, alles okay? Wenn er es aus dem Gebäude schafft, verlieren wir ihn. Na, ich werde dann mal... Dann mal los. Ja! Es ist soweit, Willy. Na los, geht's ab! Aufgepasst! Hey, wo willst du denn hin? Fang! Ich mach den Weg frei, folgt mir! Los hier, Spider-Man, wir schaffen das! Schlechte Nachrichten, ihr schafft das nicht, Kumpel! Oh, vielen Dank für euer Vertrauen, Jungs! Los, Jungs, beenden wir das! An einer Stelle würde ich weglaufen. Das nennt man wohl feindselige Arbeitsumgebung. Den Weg frei, folgt mir! Raus hier, Spider-Man! Wir... Schlechte Nachrichten! Ihr schafft das nicht, Kumpel! Was will Spider-Man hier? Er wird alles vermasselt! Oh, vielen Dank für euer Vertrauen, Jungs! Nein, ihn endlich ab! Das nennt man wohl feindselige Arbeitsumgebung. Die Schützen ausschalten. Eine.
Ich glaube, das waren alle. Los, los! Die Aufzüge sind abgeschaltet. Nehmt die Treppe! Ich mag es lieber etwas direkter. Spider-Man, Status? Auf dem Weg nach oben. Und hoffentlich stellt niemand die Aufzüge an. Unsere Helis sind unter Beschuss. Und Fisk hat bewaffnete Männer auf jeder Etage. Er ist verzweifelt. Und wehrt sich mit allem, was er hat. Ich muss ihn finden und die Sache beenden. Noch nicht. Wir haben ein Gespräch abgehört. Sie löschen alle Daten von ihren Servern. Wir brauchen Beweise, wenn wir ihn Ding festmachen wollen. Okay, auf in den Serverraum. May ruft an. Ich gehe besser ran. Hallo, Tante May. Was ist das für ein Lärm? Ich sehe mir einen Superheldenfilm an. Was gibt's? Wollte nur fragen, ob es bei unserem Abendessen morgen bleibt. Na klar. Hey, ich muss los. Okay, hab dich lieb. Ich dich auch. Feinde, im nächsten Stock! Ein Stichwort. Spider-Man! Gefällt dir das, Spider-Man? Keine Festhalten, damit er nicht rumspringt! Dachtet ihr denn wirklich, dass das gut ausgeht? Glückstreffer! Warum macht ihr uns fertig? Los, auf ihn! Mieser Tag für dich. Glückstreffer. Muss den Serverraum finden, bevor alle Beweise vernichtet sind. Wenn ich hier reingehe, zerstören sie alle Beweise. Ich muss mich irgendwie reinschleichen. Da ist er ja. Mein kleiner Privateingang. Fisk ist zwar ein richtiger Schmutzfink, aber seine Luftschächte sind echt sauber. Niedlich, wenn sie so nichtsahnend sind. Hier beim Support? Ich habe mein Passwort vergessen. Spider-Man! Hörst du nicht an die Konsole? Haltet ihn auf! Warnung! Komplette Löschung steht bevor. Und ich fand die Typen bei meinem letzten Job unhöflich. Das ist für den Boss! Muss die Konsole erreichen, bevor alles gelöscht ist.
Mal sehen, wie gut die Sicherheitsvorkehrungen sind. Oh, ihr habt den letzten Kernel-Patch vergessen. Du versteckst dich im Serverraum. Wie fein. Sogar für dich. Sagt der Typ, der gerade seinen Suchverlauf löscht. Nach all den Jahren bist du immer noch bloß ein dummes Kind. Stimmt, aber das macht meinen Charme aus, oder? Verdammt! Brech die Tür auf, sofort! Umgeht ihn! Zerstört alles! Sieh dich um! Mein Berg! Was hast du jemals Großes vollbracht? Na, einmal habe ich einen aufgeblasenen, vollgefressenen Gangsterboss noch vor dem Frühstück ausgeschaltet. Dann, ohne mich gerät der Abschaum, den ich in Schach gehalten habe, außer Kontrolle. Und das ist deine Schuld. Es war ein weiter Weg, Fisk. Wie traurig, dass er zu Ende ist. Er fängt erst an. Tja, dann mach dich besser bereit. Was ist das für ein Ding gespielt? Juri, eine Explosion! Ich hab's gesehen. Fisk könnte alles verdrahtet haben. Ich schicke das Bombenkommando. Ich werde ihn freie Bahn verschaffen. Tötet ihn, sonst tötet der Boss uns! Ich werde dir das Maul verändern. Gefällt dir das Feuerwerk? Wir haben noch mehr davon. Anfetzen. Jetzt kapiert er, dass das kein Spiel ist. Ich glaube, das waren alle. Der Weg ist frei! Los! Hey Jungs! Ich glaube, Bomben gehören zu Willys Fluchtplan. Sie scheint festzusitzen. Kümmere dich um sie! Wir suchen die Bomben! Hilfe! Hilf mal jemand! Die wurden bei der letzten Explosion eingeschlossen. Ich muss sie befreien! Los, alle weg! Evakuiert das Gebäude! Leute gehört. Ich werde sie finden. Ich heb's hoch. Wenn sie frei sind, schnell raus hier. Wer gehen kann, hilft den Verletzten. Verstanden? Los, los, los!
Okay, Willy. Ich komme. Spider-Man, ich bin's, Yuri. Wie geht's, Captain? Könnte besser sein. Unsere Helis haben was abbekommen. Wir mussten den letzten aus dem Verkehr ziehen. Wenn sich Fisker einen Heli ruft, können wir die Landung nicht verhindern. Und niemand, der ihn jagt, wenn er wegfliegt. Warum werde ich das Gefühl nicht los, dass er das die ganze Zeit geplant hat? Weil es wahrscheinlich so ist. Verdammt. Yuri, schick die Sanitäter, schnell! Ich versuch's. Schluss. Mehr Raketen? Bisschen übertrieben, oder? Soll das ein Hit sein? Was? Ist nationaler Raketentag oder so? Erwischt! Sind die Jungs vom Bombenkommando hier durchgekommen? Bekommt was ab. Ich werde eingesponnen. Wir machen Fortschritte. Weiter. Darf nicht in die Luft. Das ist dein Ende. Sind die Jungs vom Bombenkommando hier durchgekommen? Der ist hier. Schlappt ihn! Nur die Ruhe! Jeder bekommt was ab! Na los doch! Was für ein Spaß! Du entkommst uns nicht! Okay, alles klar. Das Bombenkommando ist schon voraus. Ich hoffe, sie sind okay. Seid ihr in Ordnung? Wir wollten gerade Verstärkung anfordern. Das bin wohl ich. Geh vor. Wir bleiben dicht hinter dir. Achtung, Boss. Ihr habt von Anfang an mit Fisk unter einer Decke gesteckt? Boah, die Bilder kriege ich nie mehr aus dem Kopf. Euer Plan ist also nicht aufgegangen. Dann weiter mit Plan B, einer ordentlichen Tracht Prügel. Ja.
Hey Yuri, einige deiner Leute standen wohl auf der Gehaltsliste von Fisk. Die gute Nachricht ist, dass das Willys letzte Front war. Ich stehe direkt vor seinem Büro. Schalt ihn aus. Sofort. Mit Vergnügen. Schreibst du deine Memoiren? Vergiss nicht den Bindestrich zwischen Spider und Man. Mach den Heli fertig. Ich komme gleich. Erstaunlich, wie weit du gekommen bist. Aber deine Torheiten enden jetzt. Du weißt schon, dass ich dich immer noch sehe, oder? 8 Jahre lang diese Anmaßung. Oh, für mich? War nicht nötig. Ich muss meine Chance abwarten. Wird nachgeladen. Was machst du da? Wie kann das sein? Was ist los, Willy? Du scheinst wütend zu sein. Ich werde dich vernichten. Das ist meine Chance. Du bist der größte Abschaum dieser Stadt! Ha! Das Gleiche wollte ich zu dir sagen. Ihr wisst, was zu tun ist. An alle Zugriff! Auf ihn!
nicht in die Luft befördern! Sollten wir uns küssen? Vielleicht später. Endlich geht's nach Rikers, hä? Huh? Tja, ich glaube, du hast da drin mehr Feinde als ich. Wenn du glaubst, dass das mehr als ein kleines Ärgernis ist. Wupp, ich muss los. Hey, viel Glück, Willy. Ich habe das Gefühl, du wirst es brauchen. Idiot! Ich habe in dieser Stadt für Ordnung gesorgt. Ein Monat. In einem Monat willst du mich wieder zurück. Der Kingpin wandert hinter Gitter. Das Ende einer Ära. Ich sollte das feiern. Vielleicht sollte ich Urlaub machen. Wo sind Sie? Die Kommission wird bald hier sein. Wir müssen durchführen. Ich bin fast da. Nur noch ein paar Blocks. Ich glaube, ich mache es selbst. Nein, nicht. Es ist gefährlich. Mir gefällt Docs Enthusiasmus. Aber manchmal bringt... Ich beeile mich, bevor es sich noch wehtut.
Sorry, bin zu spät. Wow. Sie haben schon angefangen. Die Direktorin der Fachkommission wird bald hier sein. Schon gut, Parker. Ich habe das alles erdacht. Ich komme schon damit zurecht. Die Energiedämpfer. Oh Mann. Sollen wir abbrechen? Noch nicht. Warten Sie! Dr. Octavius, alles okay? Ein weiterer Rückschlag. Aber wir sind nah dran. Ist jemand verletzt? Nein, das war alles meine Schuld. Die Energielevel waren höher als erwartet. In gewisser Weise ist das eine sehr positive Entwicklung. Es riecht aber nicht gerade positiv. Ich versichere Ihnen, die nächste Phase... Lassen Sie uns nichts überstürzen. Können wir das vielleicht irgendwo anders besprechen? Nehmen Sie sich den Rest des Tages frei, Peter. Aber... Wir reden später. Das war eine Katastrophe. Wie konnte der Dämpfer ausfallen? Der Doc hat gesagt, ich soll mir den Tag freinehmen. Aber ich muss rausfinden, was schiefgelaufen ist. Oh, das sieht übel aus, mein Freund. Mal sehen, was dir fehlt. Schaltkreis durchgebrannt. Verdammt. Wenn ich das geprüft hätte, wäre mir das aufgefallen. Geschafft. Okay, muss die Servosteuerung umleiten.
Sehr schön. Okay, und jetzt? Und jetzt die Spannung neu ausgleichen. Fertig. Mal sehen, ob es geklappt hat. So gut wie neu. Doc hat neue Materialien für Prothesen getestet. Ich sollte es mir anschauen, wenn ich Zeit habe. Warum also nicht jetzt? Doc hat einen neuen Kontaktwerkstoff für Prothesen getestet. Hydrogel-Polymer-Komposit. Stark, aber sehr hohe Impedanz. Doc sollte lieber andere Materialien ausprobieren. Okay, ich sollte verschwinden, bevor ich die Sache für Doc noch schlimmer mache. Spider-Man, hier ist Yuri. Ist Fisk schon in Rikers angekommen? Nicht Rikers. Unser Mann genießt die VIP-Behandlung. Er ist im Raft. Ah, zusammen mit Scorpion, Electro und dem Rest. Fisk wird sich wohlfühlen in dieser Gesellschaft. Kannst du zum Revier kommen? Ich habe ein Problem, das nach deinen einzigartigen Fähigkeiten schreit. Für dich, Yuri? Jederzeit. Bin unterwegs. Es gibt eine neue Episode von Just the Facts. Mal sehen, was mein größter Fan über Fisks Niederlage denkt. Willkommen bei Just the Facts mit J. Jonah Jameson, wo Hörer wie Sie die Probleme unserer Stadt besprechen mit dem Pulitzer-Preisträger Zweifachen Pulitzer-Preisträger und ehemaligen Herausgeber des Daily Bugle. Hey, mehr Werbung fürs Buch! Und wie immer, wenn Sie Mr. Jamesons Buch Spider-Man Gefahr oder Bedrohung in den nächsten 24 Stunden bestellen, erhalten Sie eine signierte Ausgabe. Keine Widmung, Sie brauchen gar nicht erst zu fragen.
Hier ist Just the Facts mit J. Jonah Jameson, wo Sie von Gefahren hören, die Sie bisher gar nicht kannten. Kommen wir gleich zu den Anrufen. Sprechen Sie! Okay, also man muss Spider-Man doch lassen, dass er Wilson Fisk eingebuchtet hat, stimmt's? Ich meine, ein Gangster-Boss weniger ist für alle gut. Ist das so? Sagen Sie, sind Sie Polizist, Staatsanwalt, vielleicht ein preisgekrönter Reporter mit jahrzehntelanger Erfahrung wie ich? Nee, ich bin Klempner. Oh gut, dann reparieren Sie mein Klo und halten Sie die Klappe! Ich erkläre Ihnen mal was über Gangsterbosse. Sobald einer weg ist, entscheidet jeder Penner mit Knarre, Jogginghose und kiloweiß Goldketten, dass er der nächste Pate ist. Es wird einen Bandenkrieg geben, aber interessiert das diesen bescheuerten Spinner? Natürlich nicht! Was ist deine Ausrede, hierher zu kommen, seitdem du nicht mehr rauchst? Dass ich den ganzen Mist leid bin. Klingt plausibel. So, was wolltest du? Ein Date für den Polizistenball? Hast du einen schwarz-weißen Anzug? Dieses Jahr gibt's keinen Ball. Wir haben zu viel für Oscorps Überwachungstechnik ausgegeben. Das war's wert, oder? Das war's. Bis vor einer Stunde. Das System ist abgestürzt. Stadtweit. Alle Türme. Warum? Es heißt, jemand habe den Hauptserver sabotiert. Und jetzt sind alle Türme offline. Ein Insider? Kann sein. Das kriege ich noch raus. Jetzt müssen wir die Türme wieder zum Laufen bringen. Schnell. Und du rufst mich? Oh, wie nett. Ich rufe jemanden, dem ich traue. Die Signale wurden verschlüsselt. Wir wissen nicht, was zu tun ist. Ich liebe Prüfungen. Dann besteh sie gefälligst. Ich dachte, du vertraust mir. Ich sehe mir mal den Turm an. Die Eingangsfrequenzen wurden verschoben, raffiniert. Wieder online. Warst du das? Nicht bloß eine hübsche Maske, was? Was immer du auch getan hast, kannst du das bei den anderen wiederholen? Klar, aber ich musste mich mit dem Turm synchronisieren, um ihn zu reparieren. Ich sehe jetzt alle Verbrechen für das Gebiet. Anscheinend findet gerade in der Nähe ein Einbruch statt. Gut, ich habe Einheiten in der Nähe. Keine Sorge, ich kümmere mich drum. Pass auf, okay? Die Typen haben sicher nicht nur ihre Schlüssel vergessen. Da oben, treff ich ihn nicht! Es ist Spider- Fang an zu beten! Okay, erledigt. Vielen Dank. Ich sehe jetzt einen Überfall in deiner Nähe. Du hast Glück, Yuri.
Dein Lieblingspolizist mit der harten Schale und dem weichen Kern ist in der Stadt. Was? Nein, 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 nein. Du hast versprochen, dass du das nicht mehr... Spider-Corp. Bitte nicht. Du bist also der Spitzel. Verschwinde, Mistkerl! Ja, das ist sie. Ich sagte, verschwinde! Lasst mich in Ruhe! Ganz ruhig, Lady. Fasst mich nicht an! Lasst sie los! Oh Mist, Spider-Man! Du wirst für deine schmutzigen Tricks bezahlen! Du hast herumgebeten. Ekelhaft! Rüber, mickrige Spinne! Mach uns fertig! Lasst sie los! Achtung, es ist Spider-Man! Ich brech dir die Knochen! Komm nicht an ihn ran! Ich brech dir deine dummen Knochen! Lasst sie los! Oh Mist, Spider-Man! Deckung! Ich hab genug von dir! Hau ab, Penner! Er spinnt dich ein! Sie können Spinnennetze so stabil sein. Du bist erledigt. Ich brächte die Knochen. Ugh!
hau ab! Alles okay, Ma'am. Ich wusste, dass Jameson Unrecht hat. Du bist ein bisschen seltsam, aber du hast ein gutes Herz. Wissen Sie, wo Sie hin können? Ich komme allein klar. Aber sicher. Nur für alle Fälle, es gibt da das Feast-Center. Kenn ich. Ich will keine Almosen. Die haben die besten Pfannkuchen der Stadt. Mit Abstand. Mom hat die immer gemacht. Ich hab schon lang keine mehr gegessen. Ich schau mal vorbei. Danke, Spider-Typ. Das heißt Spider-Man, Ma'am. Von hier aus müsste ich den nächsten Turm sehen können. Aus erhöhter Position sondiert Spider-Corp sein nächstes Ziel. Den zweiten Kontrollturm. Du kommentierst dich selbst? Was? Nein, natürlich nicht. Der Chief hat Spider-Corp nie richtig verstanden, hielt ihn für unberechenbar. Ich bereue es bereits. Ich kann die Türme verändern, dass sie mehr aufzeichnen als nur Verbrechen. Volltreffer! Die Türme empfangen jetzt alle Arten von Funksignalen. Auch eines in der Nähe. Was ist das?